Hallo, Hexagon oder Super Hexagon. Ich habe keine Ahnung und ich merke, der Ton ist gerade ein bisschen laut. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das umstellen soll. Willkommen zu einem neuen Angespielt. Ich kenne das Spiel einigermaßen. Ich habe schon mal ein Video dazu gesehen und ich merke schon hart, harder, hardest. Ich weiß, dass das Spiel schwer ist. Ich weiß aber nicht mehr, worum es geht. Das Video ist schon lange her. Das war das Video von Zombie, falls ihr euch noch erinnert. Ich habe das Spiel jetzt durch dieses Humble Bundle und mal schauen, wie es so ist. Was muss ich hier machen? Okay, ich kann mit meinem Joystick das hier rumbewegen. Ich glaube, wir müssen den Teilen ausweichen. Mist. Geht es zufällig mit Maus und so besser? Ich glaube, das geht sogar mit Tastatur um einiges besser. Wow, das ist nicht gerade leicht. Aber es ist cool, das ist anscheinend so ein Rhythmusspiel. Ich hoffe mal, die Musik ist nicht geschützt. Oh, Mist. Level 2, cool. Ich habe Level 2 erreicht. Anscheinend geht das Spiel auch nicht davon aus, dass man hier lange überlebt. Und es ist immer passend zum... Mu oh Mist. Ich versuch's mal nochmal mit Gamepad. Man kann zum Glück fließend wechseln. Mist. Mit Gamepad ist das, glaub, schwerer. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das Gamepad ein bisschen empfindlich ist. Konnte man ja vorhin irgendwie umstellen. So. Ah, okay, man kann auch analog mit den analogen Tasten beim Gamepad. Okay. Ja, ich bin nicht sonderlich gut darin. Ich glaube, das Video wird auch etwas kürzer, weil viel zu dem kann man auch nicht sagen. Oh Mist. Ich glaube, ich bleib lieber bei Tastatur und Maus. Aber das Spiel ist cool. Erinnert mich ein bisschen an Bitrip Runner. Halt, wegen dem hohen Schwierigkeitsgrad und dem Rhythmus. Gibt's hier eigentlich auch irgendwie Highscores oder so? Müsste. So ein Spiel baut ja nur auf die Highscores auf, weil ich glaube kaum, dass es hier sonderlich ein Ziel gibt. Aber es geht so langsam. Ah, Mist. Na, obwohl 9 Sekunden, mein Bestes ist 12. Ich glaube kaum, dass ich besser werde. Puh. Aber mal wieder ein schweres Spiel. Ich mag die schweren Spiele irgendwie mehr. Und irgendwie, ah, da oben sehen wir, glaube ich, auch immer, bis wann wir ein Level wechseln. Ich glaube, immer wenn diese Linie voll ist, kommt es zum nächsten Level. Jetzt haben wir Point, danach kommt Line und was danach kommt, wissen wir noch nicht. Mist. Puh. Ich hoffe, man hört keine Doppelung, weil die Musik ist doch arg laut. Und leider kommt es bei meinem Headset öfters so. Ich glaube, bei Excellent heißt es immer, dass wir unseren Highscore gepackt haben. Und mein Headset hat halt das Problem, dass das Mikro bei sehr lauten Sachen. Oh Mist. Das irritiert auch nach einer Zeit. Nach einer Zeit sieht man schon gar nicht mehr, wo eine Linie ist oder nicht. Das muss gerade total einfach aussehen, wenn man das Spiel nicht kennt. Aber in Wahrheit ist es scheiße schwer, teils auch wegen der Steuerung, muss ich zugeben. Also, gibt es irgendwie eine Möglichkeit. Ah, hier. Menü, Options. Configure Joypad, Disable Customizer Controls. Kann man es auch mit Buttons machen? Hallo Leute, ja, das Spiel ist gerade. Es hat gesagt Ciao und ist abgehauen. Und warum funktioniert mein Joypad nicht mehr? Habe ich es disabled? Okay. Egal. Ich habe gerade aus Versehen auf B geklickt gehabt und dabei hat sich das Spiel automatisch beendet. Also gut zu wissen, Spiel.
Ich komme auch nicht schnell genug. Jo. Irgendwie will mein Joypad gerade nicht. Switch to Xbox Mode. Okay. Ich habe ein Xbox Gamepad, also hey. Okay, das ist jetzt irgendwie angenehmer. Die Geschwindigkeit hat sich geändert, aber die paar Sekunden, die ich wohl aus dem Spiel war, haben gereicht, um mich komplett durcheinander zu bringen. Ah, man kann es auch automatisch beenden. Ah, okay, cool. Also man muss sich nicht unbedingt das antun. Man kann auch direkt sagen, ach, fuck you, und aus dem Spiel gehen. Mist. Es irritiert echt nach einer Zeit. Ich will noch dieses Line packen. Also, man hat hier wirklich eine hohe Motivation. Weil man will einfach bis zur nächsten Stufe kommen. Ich nenne es jetzt einfach mal Stufe. Es ist so ein bisschen wie bei Flappy Bird. Bloß ich glaube, das Spiel ist auch älter als Flappy Bird. Ach, ich glaub's nicht, ich weiß es. Was? Ich habe gerade gar nicht erkannt, wohin ich ausweichen muss. Die Melodie kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Die hat mich an. Für Leute, die Apple War Pictures kennen, kann es sein, dass die manchmal diese Melodie verwenden? Oder so eine ähnliche? Oder für mich ist einfach elektronische Musik das gleiche. Ich glaube, ich habe jetzt eine Hate-Welle gestartet. Ja, also ich würde nicht sagen, dass sie schlecht ist und alles. Ich finde die gerade richtig cool. Aber ich erkenne sehr selten Unterschied zwischen den allen. Für mich ist es sehr oft gleich. Weil ich bin Mettler und ja, das muss einiges heißen. Das muss nicht nur heißen, dass man für die meisten Leute vom Musikgeschmack her verteufelt wird, sondern dass man auch irgendwie. Aha. Ich habe meinen Rekord geknackt. Auch nur um ein paar Millisekunden. Aber das Spiel sollte man auch wirklich mit guten Boxen und alles spielen. Weil das passt. Also zu dem Stil hier zum Beispiel sage ich ganz klar, Metal würde hier nicht passen. Okay, wenn das kommt. Ich habe um 0. Ich habe um. Eine Millisekunde ist es, glaube ich. Schneller geschafft. So, ganz vorsichtig. Mist. Ich hätte andersrum gehen sollen. Das erfordert hier so eine große Konzentration. Okay. Ach du Scheiße, wie schnell es sich dreht. Ja, die Melodie kommt mir so bekannt vor und ich war gerade ein bisschen in der Melodie verfangen und habe vergessen, dass ich ja hier noch spielen muss. Okay. Mist. Es ist auch immer anders. Also ich glaube, es hängt von der Melodie ab, was hier kommt. Oder es ist sogar Zufall. Aber es passt halt immer so zur Melodie. Boah, das, wenn diese Flächen und alles kommen, das ist übel. Okay. Ich glaube, da wird nichts mehr. Tab Highscores. Ah, okay, cool. Aniki, du Arsch. Tja, Leute, auf Wiedersehen. Euer Sandoron.